Also wir sind Harald Zimmermann und Theresia Zimmermann. Wir sind aus Horb-Bethra vom Kreis Freudestadt. Alles, was wir hier machen, machen wir selber auf eigene Fläche. Wir kaufen nichts zu oder so. Ja, es ist selbstverständlich alles samenfestes Saatgut. Was soll ich jetzt noch groß erzählen? Also ich versuche neue Wege zu gehen, zum Beispiel indem ich jetzt nicht mehr Fläche mulche wie früher. Man sieht es hier auf den Bildern teilweise, ja, wenn man es gerade sieht, hier sieht man jetzt, wie man alles abmulcht war. Und ich versuche jetzt den Boden nicht mehr abzumulchen, sondern nur noch das Gras abzuschneiden, so dass die Wurzeln der Pflanze lebendig bleiben. Das hat den Effekt, dass die großen Risse in unserem lehmigen Boden schon gar nicht mehr kommen, sondern dass die das zusammenhalten. Wenn ich dann immer mal wieder das Gras abschneide, lasse ich es gerade liegen. Das ist dann die Lieblingsspeise der Schnecke. Die wollen dann nämlich so viel an unsere Hauptpflanze gegangen, sondern die gehen eben dann an das, was man abgeschnitten hat. Beim Kohl letztes Jahr habe ich jetzt das auch ausprobiert. Ich habe es praktisch als Unkraut gelassen, habe den Kohl nicht gekackt. Mit dem Effekt, dass das Unkraut die Blätter nach oben gedrückt hat, die ganz unteren Blätter nicht, die hat man dann am Schluss wegmachen müssen. Und wenn man dann das Gras abschneidet, dann hat man einen Kohl, wo die Blätter nach oben gehen. Und im Herbst, wenn es dann feuchter wird zum Beispiel, dann, wenn dann die Feuchte kommt oder Pilz kommt, dann hat man weniger Probleme mit dem Kohl als Beispiel. Das gleiche mache ich jetzt zum Beispiel auch mit Zwiebeln. Die sind dann halt nur halb so groß geworden. Aber die haben sich müssen anstrengen, die sind gut geworden und ich nehme sie ja nicht zum Essen, sondern für Saatgut. Wenn dann die Leute kommen, dann müsste die richtig abgangen. Also ich versuche neue Wege zu gehen mit mehr Leben statt mehr Tod. Das ist mal so ganz grob. Reicht, oder? Herzlichen Dank.